Heute gibt es die erste Neuvorstellung und die gleichzeitige Digitalisierung dazu. Los geht's! Glück auf, Mobberfreunde! Ja, heute soll es mir mal um eine Neuvorstellung gehen und gleichzeitig die Digitalisierung des Fahrzeugs. Ich hätte euch gerne wieder was von der MOBA gebracht, allerdings ist auf der Anlage im Moment noch nicht so viel passiert, dass es sich lohnt, ein Video zu machen. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, euch dieses Fahrzeug zu präsentieren, als meine erste Neuvorstellung in diesem Format und die gleichzeitige Digitalisierung. Es wird so sein, die Reihenfolge des Videos wird so sein, dass ich erst das Fahrzeug digitalisiere und dann stelle ich ihn euch mal vor. Ich sage jetzt mal kurz dazu, das ist der VT515, auch bekannt unter dem Namen Regio Shuttle. Allerdings ist das Regio Shuttle 1, da gibt es glaube ich die 2 mittlerweile, bin mir auch nicht ganz sicher. Und das ist das Regio Shuttle von der Citybahn Chemnitz. Der ein oder andere hat es falsch mitbekommen. Dieses Fahrzeug, es wird nachher wahrscheinlich im Video dann nochmal erwähnt werden, dieses Fahrzeug wird der Papa wahrscheinlich dann demnächst mal selber fahren dürfen. Deshalb, also nicht nur deshalb fährt er auf meiner Anlage, sondern gefällt mir halt ganz gut. Bei mir ist es halt so, das habe ich schon öfters gesagt, bei mir fährt alles das, was gefällt. Bei mir gibt es auch nichts Epochenmäßiges. Wenn da halt 3 Dampfzüge fahren, dann fahren da halt 3 Dampfzüge, und wenn da 5 E-Loks fahren und eine aus der Deutschen Reichsbahnzeit und eine aus der DB und keine Ahnung woher, was es da nicht alles gibt, dann ist das halt einfach so. Gut, ich möchte mich aber jetzt nicht lange an der Vorrede aufhalten, sondern möchte euch zeigen, wie man dieses Fahrzeug digitalisiert. Ist relativ simpel, relativ einfach, hat vielleicht oder ein oder andere oder viele ein oder andere schon mehrfach gemacht und werden jetzt sagen, um Gottes Willen, lass uns mit dem Scheiß in Ruhe. Gut, dann sei es so, aber dann spult einfach weiter, denn ich stelle euch das Fahrzeug nämlich auch noch vor mit all seinen Funktionen und Facetten, was er hat. Er hat nicht viel, das sage ich gleich dazu. Aber es ist, finde ich, auf meiner Anlage, wenn die dann mal fertig ist, oder aus meiner Sicht, in Blickfang, sage ich jetzt mal ganz einfach, weil er fährt keine großen Strecken bei mir. Das sage ich gleich, aber wie gesagt, wie, es halt so schön, wie man halt so schön sagt, es ist halt ein Regio Shuttle und der Shuttle hin und her. Gut, würde ich sagen, fangen wir an. Ich stelle die Kamera um und dann wünsche ich euch viel Spaß. So, da ist dieses wunderschöne Modell. Bevor ich euch das Modell genauer vorstelle, widmen wir uns jetzt erstmal der Digitalisierung. Das ist nichts Aufregendes, sage ich jetzt mal ganz einfach, wenn man denn den richtigen Decoder hat. Ich hatte nämlich vorher den falschen Decoder mit einer 8-poligen Schnittstelle. Das Gerät hat aber eine 18-polige Schnittstelle. Also den Next 18, das ist nach NEM 662. Das ist das ganze Ding hier. Da ist er. Und ich würde sagen, bevor wir noch weitere Zeit verlieren, fangen wir einfach an. Das ist eine etwas leichtere Digitalisierung. Also was ist etwas leicht? Das ist wie gesagt eigentlich Gigifax. Hat auch jeder vielleicht schon mal gemacht, der digital fährt oder sollte es gemacht haben. Das ist eine relativ einfache Variante. Es gibt dann noch eine Variante, die machen wir dann bei der nächsten Digitalisierung, wo es dann um selber anlöten geht. Da muss ich mich aber selber erstmal mit beschäftigen. Ich habe noch eine Lok da, die ist analog aktuell noch. Dort muss ich ein paar Teile ausbauen und ein paar den Decoder anlöten. Aber wie gesagt, das ist eine andere Baustelle, die kommt später. Jetzt kümmern wir uns erstmal um dieses wunderschöne Modell. Nochmal kurz zur Sache. Das ist der VT515 von der Citybahn Chemnitz. Ich mache auch keinen langen Hehl draus. Das ist meine Firma. Ich werde wahrscheinlich, ich weiß aber nicht, ob es den noch in der Firma gibt. Also
Die Shuttle gibt es noch, aber ich weiß es, da gibt es ja mittlerweile, ich glaube, zwei oder drei Versionen, also zwei Versionen auf alle Fälle. Und das ist eben die erste Version, so wie sie auch, ich bin der festen Überzeugung, auch noch fährt und ich die dann wahrscheinlich auch fahren werde, worauf ich mich natürlich sehr freue. Gut, holen wir das Gefährt erstmal raus. Haben wir gleich mit Packung, das ist auch sehr schön. Dann die Anleitung dazu. Tun wir das hier rein. So, das beiseite. Genau, ihr seht schon, ich habe schon mal versucht, wie gesagt, ich hatte den schon mal auf, hatte dazu auch schon mal ein Video gedreht. Allerdings habe ich dann festgestellt, jawohl, das ist der absolute Hauptgewinn. Warum muss ich denn? Darum. Dahin muss man. So, das ist der absolute Hauptgewinn, den du hier gemacht hast. Du hast nämlich einen falschen Decoder. Gut, hat schon gerade schon mal gesagt. Das Fahrzeug ist mit Innenbeleuchtung ausgestattet. Funktioniert im Moment nur, wenn man, also analog ist klar, geschwindigkeitsabhängig, digital sollte es dann ganz normal, wie gewohnt, funktionieren. So, fackeln wir nicht lange rum. Wir nehmen ganz einfach das Modell. Also ich habe jetzt die Beschreibung schon durchgelesen. Das Modell und machen die hier unten auf. Insofern man das denn aufkriegt. Ich bin gleich wieder. So, da ist er wieder. Jetzt muss ich leider mal die komische Hilfe zur Hilfe nehmen. Ich muss das jetzt mal hier ein bisschen aufmachen. Das macht man eigentlich nicht so Schweiß und jetzt werden auch viele Modellbahner die Hände über den Kopf zusammenschlagen und das auch vollkommen berechtigt. Aber ich muss mal gucken, weil ich habe das vorhin, hatte ich das nämlich sehr schön aufgekommen und jetzt geht das irgendwie nicht mehr. Irgendwie. So. Jetzt haben wir es auf. Brauchen wir das nicht mehr. So, schön langsam machen. Na, genau, wie gesagt, die Bedienungsanleitung. Das lese ich euch jetzt nicht vor, weil das ist so ein bisschen, ja, kennt glaube ich jeder, wie es so beschrieben ist. Wie gesagt, er hat eine Innenbeleuchtung, das hatte ich schon gesagt. Und digitalisieren ist relativ einfach und schnell gemacht. Er hat so eine ganz komische Schnittstelle. Das hier ist die Platine. Komm, stell scharf. Das hier, das ist die Platine, also die Analogplatine. Die nehmen wir jetzt einfach raus. So, das war's nämlich schon. Und jetzt holen wir den Decoder. So. Das ist der Decoder dazu. Oh, sieht man jetzt schlecht. So ist besser. Das ist der Decoder dazu. Und das hier unten, das sieht man gar nicht, weil da überhaupt nicht scharf stellt. Das ist eine Scheiße. Das sieht man nicht, leider. So, das Ding bauen wir jetzt ein. Fest. Und jetzt haben wir das Fahrzeug ganz simpel und einfach digitalisiert. Jetzt krachen wir die wunderschöne Haube hier drauf. Wo fährt sie denn überhaupt hin? Nach Burgstedt. Da kann ich euch sagen, fährt dieses Fahrzeug nicht mehr. So. Sehr, sehr schön. Gut. Das Ding, diese Analogplatine, immer aufheben, ganz wichtig.
Deshalb schraube ich mir das nicht Schraube, sondern schreibe mir das immer noch. Also entweder man tut sie in der Packung, das kann man machen, mache ich jetzt in dem Fall nicht. Ich schreibe mir das jetzt hier einfach drauf. Baureihe. Baureihe 650 VT 515 C DC, weil ich ja nicht ausschließen kann, dass irgendwann mal noch eine davon dazu kommt. Gut, dann soll es das für die Digitalisierung erstmal gewesen sein. Ich nehme euch jetzt mit raus in das kleine Kapuff, wo die Abstellung drinnen ist, und dort zeige ich euch dann, was das schöne Fahrzeug alles digital kann. Es ist nicht viel, das sage ich gleich, aber ein bisschen was kriegen wir hin. Gut, dann nehme ich euch jetzt rüber und dann sehen wir uns gleich drüben wieder. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Und jetzt gleisen wir das Fahrzeug mal auf und programmieren es mal. So. Ich mache das Ganze über die Z21 App. Dazu gehe ich einfach auf Programmieren. Ich habe das jetzt mit dem WLAN schon verbunden alles. Programmiert, dort ist es jetzt angeschlossen. Dann machen wir die CV1. Ich könnte es jetzt auslesen, es wäre die 65, weil ich es schon gemacht habe. Wir machen es auch nochmal, gebe die 65 ein, programmiert, okay. So, jetzt tun wir das Ganze mal in ein Triebfahrzeug umstellen. Mal gucken, genau. Also die tun wir erstmal alle löschen. Ja. Halt. Die hauen wir auch schon mal raus. Das mache ich mal schnell. So. Wie gesagt, das soll jetzt keine Vorstellung der Z21 werden, sondern das soll einfach nur mal das zeigen, wie man das so macht. So, das ist die neue Lok. Die kriegt jetzt bei mir einen anderen Namen, nämlich die Citybahn. Maximale Geschwindigkeit ist 100 km/h, das bleibt Citybahn. Die Lokadresse ist natürlich die 65, ist klar. 125 Fahrstufen, km/h ist klar. Ein Bild kann man hier einfügen, das kommt man gleich mal. Gehen wir mal auf die Kamera. Okay, da waren wir. Gut, macht er jetzt nicht. Dann machen wir das einfach mal so. Foto benutzen. Ihr seht das. Wunderbar. So, und jetzt gehen wir auf die Bearbeiten-Funktion. Gehen wir drauf. Und da haben wir die Abkürzung LIC. Achso, ne, wollte ich ja gar nicht. Machen wir einfach hier. Taste 1. Ist es normale Innenbeleuchtung? Sieht man das überhaupt? Funktioniert. Dann ist das drin und dann machen wir einen Taste 0. Das ist das normale Licht. Das seht ihr jetzt nicht. Das funktioniert auch. Das lassen wir so. Und dann ist die Lok hier in der App soweit eingestellt. Ihr seht jetzt, also ich kann jetzt hier Licht an- und ausschalten. Mehr Funktionen hat er leider nicht. Macht aber nichts. Und das Ganze steuere ich jetzt mal mit der App.
gut, die Anfahrgeschwindigkeiten und so, das muss ich alles noch ordentlich programmieren. Das ist jetzt natürlich noch nicht programmiert. Ist klar. Also ihr seht, es funktioniert wunderbar. Und jetzt, wie gesagt, das ist einer meiner Neuzugänge, die diesen Sommer neu dazu kamen, seit April. Und wie gesagt, ich habe lange nach dem Fahrzeug gesucht. Wollte es eigentlich nicht im Internet bestellen, weil ich mittlerweile so ein bisschen davon weggehe, die Sachen im Internet zu bestellen, auch wenn sie dort günstiger sind. Das muss man fairerweise sagen, aber ich habe hier jetzt mittlerweile zwei wunderbare Mobile-Läden, wo man ordentlich einkaufen gehen kann, wo auch die Preise moderat sind. Und diesen habe ich mir in Liechtenstein gekauft. So, jetzt kommen wir aber nochmal zum Modell an sich. So war eigentlich schon die ganze Zeit. Digitalisierung ist abgeschlossen. Habt ihr gesehen, wie einfach das geht? Also das bringt jeder hin, auch jeder, der zwei linke Hände hat, so wie ich. Und jetzt kommen wir mal kurz zum Modell. Und zwar, das Modell ist ein Modell von der Firma Kühn. Betriebsanleitung innen liegen. Das ist klar, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Das Modell hat einen Maßstab von 1 zu 120, ist klar. Es handelt sich hierbei um das Modell RS1. Das ist der VT515, auch als Regio Shuttle bekannt. Die Baureihe ist die 650 0, also ist die wahrscheinlich die Seriennummer 650053 von der Citybahn Chemnitz GmbH. Gibt es noch von der DB Regio, also das Verkehrsrot. Und dann gibt es das noch von der Erfurtbahn. Die drei Varianten gibt es. Alle Varianten gibt es, glaube ich, auch mit Sound ausgestattet. Allerdings legt man da ordentlich Geld auf den Tisch. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Und jetzt zeige ich euch mal die Artikelnummer. Das ist die 33512A. Das ist die Artikelnummer zu dem Modell. Laufeigenschaften kann ich jetzt schwer einschätzen, weil, wie gesagt, es ist halt das erste Mal, dass das Modell überhaupt auf dem Gleis steht. Und wir gucken mal, ich lasse die jetzt mal rausfahren. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt lassen wir das wunderschöne Gefährt mal im Dunkeln nach draußen fahren. Und jetzt holen wir es wieder rein. Gut, dann soll es das von mir von hier für heute wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nördlich Richtung sehr freuen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt sie mir entweder in die Kommentare oder auch in der Facebook-Gruppe, die ich mittlerweile habe. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten wisst ihr ja Bescheid und brauche ich euch auch nichts weiter sagen. Ich wünsche euch alles Gute und macht's nicht gut, macht's besser. Glück auf!